Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zum neuen LS-Projekt hier auf der Big Flats Texas. Ja, wir haben hier sehr viele große, weite Ebenen, eben halt Texas, ne? Und hier wird der neue Let's Play beginnen, starten. Ist schon seit Ewigkeiten vorbereitet. Ich glaube, da war das kleine Land noch voll im Gange. Habe ich, glaube ich, zeitgleich mit der Pioneers Map irgendwie vorbereitet, den Spielstand. Und wir haben ein Startkapital von 200.000. Ich habe hier schon so ein paar Stunden gespielt und dachte mir, ey, ja, die Map hat wirklich Potenzial. Da schauen wir mal genauer rein und nun sind wir hier. Hier stehen noch schon ein paar Sachen rum. Wir haben hier die große Hatzenbichler Seemaschine. Ja, den Hof habe ich gleich umgebaut. Also original stehen hier ein paar andere Hofgebäude, aber ich fand die roten Holzscheunen passend für die amerikanische Map. Doch recht passend. Da hinten ist der Weizen erntereif, ist unser Acker, kommen wir gleich zu. Wir machen mal eine kleine Bestandsaufnahme und gucken mal, was der Fuhrpark so für uns bereithält, oder? Wir haben jetzt zwei International Dröschkasten, ne? Also ein International und dann schon ein Case International. Mit den beiden Kollegen werden wir uns in die Ernte stürzen. Des Weiteren haben wir hier ein Hofsilo. Und da hinten ist schon so ein Windrad am Drehen und Strom produzieren. Als Nebeneinkommen findet ihr das ganz okay. Ja, dann haben wir hier eine Fahrzeughalle. Hier haben wir Fahrzeuge von der Firma Case und International. Ja, meine Vorliebe für Case-Traktoren wird hier wieder gerecht. Ne, hier können wir dann so ein bisschen Sachen machen. Den Kollegen kennen wahrscheinlich einige von euch noch von der Elm Creek Map. Da hatten wir den auch irgendwann mal gehabt. Und ich fand ihn ganz cool. Gerade als Starttraktor ist ein bisschen was älter, der Kollege. Genauso wie er hier, ne? Eigentlich ein richtiges Kraftpaket. Hinten zwillingsbereift mit Frontladerkonsole. Und den fand ich ganz cool. Da dachte ich mir, wo ich den gesehen habe, im Mod-Hub, im Giants-Mod-Hub war der, glaube ich, so. Ja, dachte ich mir, ja, den musst du haben. Der ist immer der absolute Hammer. Und guck mal hier, wir haben sein Kennzeichen. Oh ja, kommt nicht oft vor, haben wir aber. Warte mal, sind die hier überall dran? Kann sein. Ne, der hat gar keine. Gut, dann hat er keine. Aber er hier vielleicht. Wo auch immer, wenn auch immer. Auf jeden Fall haben wir Kennzeichen. So, das sind die Traktoren, die uns zur Verfügung stehen. Noch momentan. Wie gesagt, ich denke mal, Case wird hier die größte Rolle spielen. Da habe ich echt Bock drauf. Auf der Gnadental hatten wir ja Klaas und New Holland. Hauptfahrzeugmarken. Und das wird sich hier mit Case wahrscheinlich wieder ein bisschen festigen. Ja, wir haben hier einen dreibeinigen Düngerstreuer. Der ist, glaube ich, ganz cool. Den habe ich auch schon Ewigkeiten im Mod-Ordner. Da habe ich auch irgendwann mal eine Mod-Vorstellung zu gemacht, glaube ich. Dachte ich mir, komm, den holen wir jetzt mal raus. Und damit machen wir mal hier ein bisschen was. Dann haben wir hier einen Überladewagen. Hier auf der Seite haben wir Saatgut und Mineraldünger. Und im Hofsilo, warte mal, hier ist Tankstelle. Genau, die habe ich selber gebaut. Was ich ja letztes Mal meinte, die Standard-Hofgebäude sind ein paar andere. Ja, das Hofsilo. Hier ist schon ein bisschen was drin. 240.000 Liter Weizen. Wie gesagt, ich habe hier schon immer eine Ernte durchgezogen. Zum Anspielen, zum Gucken, wie die Sachen hier so laufen. Und fand es mega cool. Deswegen sind wir jetzt hier. Hier draußen unterm Baum schläft eine Feldwalze. Das ist schon mal recht praktisch. Hier steht ein großer Striegel aus dem Horst-DLC. Ja. Riesenteil, bisschen doll groß. Aber wir haben hier Riesenfelder. Wir gucken uns gleich die PDA, die Map an. Haben wir hier einen Werkstattbereich an der großen Halle. Hier haben wir eine Durchfahrhalle. Haben wir hier eine große Scheune mit Heuboden sogar. Könnten wir theoretisch hinten ein Tor aufmachen und durchfahren. Und hier haben wir dann noch einen LKW, ne? Einen alten Mac. Voll cool, das Ding eigentlich. Ich mag den irgendwie. Hier hinten ist die Scheune zu. Ja, dann geht der Hof hier nochmal ein bisschen weiter. Hier haben wir eine kleine Schrottecke. Alten Dröscher, alten Traktor, Schubkarre und ein bisschen Zeug. Ne? Irgendwo musst du ja auch mal deinen kaputten Krempel hinwerfen, abstellen. Das steht hier. Warte mal, die Scheune? Ja, die ist leer. Die ist aber neu. Da können wir was reinstellen. Irgendwann mal, vielleicht. So. Ja, hier haben wir nochmal ein Schleppdach. Hier ist noch alles frei zum Beparken von Fahrzeugen. Die Map bietet Sammelobjekte derart viele. Ich glaube 100 Stück hier. Die ganzen Holzspielzeuge sind hier überall vertreten. Da ich hier den Hof ein bisschen umgebaut habe. Guck mal hier. Hier ist ein Schaf. Ihr habt nochmal 2500 pro Sammelobjekt. Alter Vater.
Das wusste ich zum Beispiel schon mal nicht mehr. Okay, wie gesagt, da ich den Hof hier umgebaut habe, sind auch schon ein paar Sammelobjekte im Inventar gelandet. Wir können ja mal gucken. Wir schauen uns mal die Map an. Ich finde die mega geil. Also erstmal eine quadratische Felder ist für den Helfer halt ein Himmel, quasi. Und das ist auch eine ganz normale Map-Größe. Also ist keine Vierfach-Map oder so. Ist überschaubar. Die Feldgrößen sind aber dementsprechend groß. Ne, ist ja die Big Flats von Texas, also die großen Weiten Texas, ne? Halt riesen Ackerflächen, ist ja mega. Und hier ist ein dicker, großer Kuhstall. Da bin ich mal gespannt. So, was sagen denn die Statistiken? Wir haben jetzt schon 9 von 100 Sammelobjekten gefunden. Ich habe hier schon, guck mal, 9 Stunden gespielt und 2 Jahre sind vergangen. Auf der Map hat der eine oder andere vielleicht schon gesehen, Land, was uns hier hört, ist Feld das hier, Nummer 3 und Nummer 4. Nummer 4 ist hier hinter. Wir gehen da nochmal gucken. Das hatte ich irgendwann mal mit dazu gekauft. Und ich muss sagen, das ist groß. Und das ist erntereif, weil wir haben hier ein Feld mit Weizen und wir haben da nochmal ein Feld mit Weizen. Ich glaube, ich habe das dazu gekauft, weil da zufällig gerade Weizen in der Aussaat war und im Wachstum war. Dann habe ich das gekauft und dann dachte ich mir, hey, wie passend. Ja, jetzt haben wir diesen Acker hier zum Verdröschen. Und ich glaube, mit den beiden Kollegen, die wir da haben, wird es auch eine Weile dauern. Aber ja. So, dann hätten wir hier drüben noch einen riesen Acker. Ist, glaube ich, auch mit das größte Feld auf der Map hier. Ja. Riesig. Hier unten, Leute, fährt eine Eisenbahn. Da gehen wir mal gucken. Vielleicht kommt hier gerade lang gedonnert irgendwo. Da bin ich mit den Waggons recht zufrieden, weil da kannst du ordentlich was einladen. Da hast du hier nicht ein Schüttgutwaggon und dann hier eine Platte und einen Holzwaggon, sondern ich glaube, hier sind ganz viele Schüttgutwaggons dran und da kannst du richtig befüllen und verkaufen. Das ist voll geil. Wo geht's denn hier hin? Greenville. Okay, Verkauf nach Greenville. Könnte auch wahrscheinlich immer der höchste Preis sein, ne? Greenville, ja, bewegt sich auf jeden Fall im oberen Bereich mit. Heißt, wir werden, glaube ich, sehr, sehr viel mit dem Zug verkaufen. Was aber cool ist. Ja, Riesensiloanlage hier ist ja voll mein Ding. Gerade auf amerikanischen Maps finde ich das wunderschön. Und guck mal, unser Acker, der geht bis hier hinten. Das ist unser Feld. Und ich muss dazu sagen, in den Kommentaren wurde ich darauf hingewiesen, Mensch, jetzt gerade in Bezug auf Grasflächen und so was, Wachstumsstufen, guck mal hier, Feldinfo. Dieses, oh Gott, Advanced Feld, bla, hast du nicht gesehen? Aus dem Mod-Hub ist es sogar, glaube ich. Da wird das angezeigt, wie weit die ganzen Sachen in der Reifephase sind. Da steht sogar, welche Bereifung theoretisch man braucht und welche Wachstumsstufe drin ist. Das ist echt mega cool. Da kommt die Eisenbahn. Okay, dann schauen wir mal hier. Guck mal, hier steht zum Beispiel, hier düngt null. Richard Miller. Wir können gleich mal auf dem Feld gucken, was im Wachstum ist. Ich hoffe, wir finden hier eins. Zeig mal. Ja, da die 11. Da gehen wir gleich mal gucken. Aber wir schauen uns erstmal die Eisenbahn an, wie die hier vorbei donnert, weil ist cool. Guck mal hier. Also den ersten Waggon kann man nicht befüllen, aber hier haben wir 3, dann haben wir hier nochmal 3 und dann kommen hier nochmal 2 und dann kommen hier nochmal 2 und Leute, in so einen großen viereckigen, da passt eine halbe Million rein. Wir können übelst viel Zeug verkaufen. Ich denke mal, die Ernten, die werden uns hier reich machen. Ist vergleichbar mit dem amerikanischen Farmland. Das wird toll, da freue ich mich sehr doll drauf und wir gucken mal auf das Feld Nummer 11. Für die Feldinfo, weil ich fand das echt cool. Also, ich war erst so ein bisschen, naja, nimmst du das nicht? Aber ich muss sagen, die Mod ist voll okay. Weil da steht halt jetzt Pflanzen im Wachstum. Da weißt du genau, wann hier erntereif ist und wann nicht, wenn man sich nicht so richtig sicher ist, weil manchmal sind diese grünen Farben vom Feld, warte mal, steht das hier? Hier düngt Unkraut. Okay, hier wächst gerade gar nichts. Wir sind doch auf dem falschen Feld, oder? Ja, klar. Wir müssen auf Feld 11. Das ist da hinten. Wir haben hier KI-Verkehr. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben hier sehr viel gerade Straßen. Das ist auch sehr schön. Der alternative Helfer würde hier wahrscheinlich sehr gut klarkommen, wenn wir von A nach B fahren oder so. Und hier ist zum Beispiel ein Sammelobjekt. 2500. Kann man ja mal mitnehmen.
Ich denke mal, hier an jedem Haus wird irgendwo was sein. Hier auf dem Tisch zum Beispiel. Ja, dafür Treppe. Ey, cool. Oh, wie krass man hier an Kohle kommt. Ich denke mal, dann machen wir vielleicht noch mal ein eigenes Video, oder? Wo wir die alle zusammen tragen. Hätte ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen Bock drauf. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. So. Jetzt aber Feldinfo. Wir testen das nochmal. Guck mal hier. Hier steht, Wachstumsphase 6 von 6. Was ist denn das hier? Gerste. Erfordert Reifen nur Pflegebereifung. Ist im Wachstum? 98%. Hier düngt 100. Aber ist da noch nicht reif? Ist kurz vor reif. Ah, warte mal hier. Klar. Wachstumsphase 6 von 6. Okay, die nächste Phase wäre der erntereif. Ja, wie cool. Mag das voll. So, Leute, ich würde sagen, wir legen los, oder? In der Ernte, die Zeit rennt. Achso, nee, warte mal, ich wollte mit euch noch immer den Kuhstall immer abchecken. Da habe ich nämlich ein bisschen Bock drauf. Komm, wir fliegen da mal rüber. Das Land muss man nämlich kaufen und dann kann man da hoffentlich. Oh, guck mal, wie groß dieses Feld ist. Da habe ich schon ein bisschen Angst wegen der Ernterei. Das wird sich, glaube ich, Ewigkeiten hinziehen. Und wir haben. Eieiei. Zwei kleine Dröschkasten, das ist der Hammer. So, da ist der große Kuhstall. Ich würde hier sehr, sehr gerne auf große Kuhzucht gehen. Ja, wir haben hier eine Wiese, wir haben da eine Wiese. Also hier hinten, da so. Und hier sind halt die einzelnen Stallgehege. Boxen sind es ja dementsprechend nicht. Ja, Offenstallhaltung. Hier sind Sammelobjekte drin. Dann hast du hier ein paar Garagen für so Fahrzeuge. Und ich glaube, ich habe Kalk aktiviert. Dass wir kalken, wie auf der Pioneers Map. Für ein bisschen mehr Spielinhalt. Ne, dass wir die Felder nochmal ein bisschen mehr bearbeiten müssen und nicht einfach nur aussehen, ernten, sondern ab und an mal ein bisschen mehr dafür tun müssen, für unser Geld. So, hier ist nochmal ein bisschen Sammelobjekt technisch was los. Okay, hier hinten auch. Also hier ist definitiv Geld, was hier auf dem Boden rumliegt. Das ist sehr schön. Ja, und mit dem Kuhstall hier, da weiß ich noch nicht genau, wie das läuft. Wir haben hier 8 Boxen, wo Tiere rein können. Und ich hoffe, dass die hier Ballen annehmen. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Wir werden sehen. Was kosten denn die überhaupt? Da können wir mal nachschauen. Da. Kostet. Oh, ist ja günstig. Sag mal, ist das Land hier teuer? 154? Nee, ist mit Wald und Wiese. Hier ist der Stall mit Wiese 76. Warte mal. Der Riesenacker genau gegenüber von der Straße, der kostet 800.000? Das ist ja voll billig. Alles klar. Ey, cool. Da werden wir uns mal drum kümmern, wenn wir die Ernte im Sack haben. Weil ich glaube, wir brauchen ja noch ein paar Fahrzeuge. Warte mal, Hof? Klar, unser Farmhaus haben wir uns so gar nicht angeschaut. Ja. Aber ich denke mal, ist recht überschaubar und ich könnte mir vorstellen, dass das hier ordentlich was wird. Wir werden auch mit großen Maschinen spielen. Also wir fangen ja nicht mit Kleinkram an. Das, was wir haben, ist quasi. Naja, eigentlich wäre das so ein schöner Start, wenn man sich das so denkt, als wenn man eine Farm übernimmt oder so. Ist noch ein bisschen was im Silo, ne? Alte Fahrzeuge. Ja, ne? Hier mal einen wunderschönen alten Pickup. Passend, ne? Den finde ich cool. Deswegen habe ich den hier hingestellt. Rasenmäher ist am Start. Unser Farmhaus. Ich weiß gar nicht, ob hier Sammelobjekte sind. Wenn ja, dann habe ich die vielleicht schon eingesammelt, weil die ganze Gartengeschichte hier ringsrum ist auch nicht original. Hecke, Zaun und die paar Büsche, die stehen hier nämlich eigentlich nicht. Die habe ich da mal hingestellt, dass es schöner aussieht. Kann ja ruhig ein bisschen wohnlich sein, ist ja nicht schlimm. Ja. So. Ich glaube, das war der Rundgang. Wollen wir starten? Wir müssen eigentlich, ne? Die Zeit läuft. Warte mal, was sagt denn das Kalendarium? Wir sind im Weizen, wir können 3 Tage lang ernten. Cool, na dann los. Die habe ich extra runtergeladen. Hier außen Giants Mod Hub sind die, glaube ich, sogar. Ist ein richtiges Mod-Paket mit verschiedenen Varianten davon. Und ich habe mir hier 2 genommen und dachte mir, jo, geht los. Wollen wir Stroh machen oder wollen wir Stroh nicht machen? Strohablage ist aus. Lassen wir mal aus, dann machen wir hier Vorwände Streifen, glaube ich. Okay, das Schneidwerk, das ist da ein bisschen doll eng an der Kabine. Das passt schon. So.
und dann ab nach der Ernte drin rein. Ich würde sagen, wir machen hier zwei Streifen Vollwände und dann Strohablage, gib ihm, ne? Was vielleicht noch interessant wäre, ob wir hier ein Hofsilo direkt an der Bahnstrecke bauen können, weil dann könnten wir theoretisch die Ernte sofort in Silo bei der Bahn fahren und dann die Bahn über Silo beladen. Das habe ich bei der amerikanischen Farmland Map, da habe ich es genauso gemacht. Und das läuft perfekt. Du kannst in Silo einladen, deine Ernte, die vom Feld kommt, und dann direkt in die Eisenbahn überladen und verkaufen. So. Eieiei. Er klingt aber interessant, der Kollege. Auf jeden Fall ist der mega laut. Eieiei. So, ich glaube, beide Korntanks haben ein Volumen von 10.000 Liter. Und dann nehmen wir uns mal den anderen hier und helfen mal schon mal ein bisschen mit, hätte ich gesagt. So, wenn wir zwei Drescher haben, müssen wir die auch benutzen. Fährt hier auch das Schneidwerk wieder rein? Ja, ist, glaube ich, nämlich nicht passend dafür, aber die funktionieren damit. Und das ist mir am wichtigsten eigentlich. So, was sagt denn hier das? Strohablage ist auch aus, perfekt. So. Wollen wir komplett eine Runde rum erstmal Vollwände? Nö. Ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Oh, die Haspel noch ein bisschen hoch. Vielleicht klingt der ja ein bisschen vernünftiger. Also, vielleicht ist hier der Zerfall oder Verfall vom Fahrzeug selbst noch nicht allzu hoch. Mal gucken. Okay, er klingt genauso knarzig. Na dann mal ran. So, was macht denn dein Kumpel hier? Der ist fertig. Was ist denn hier ertragstechnisch? Ertragbonus 85. Warum nur 85? Benötigt Kalk. Ah ja, dann haben wir hier wahrscheinlich einen leichten Bedarf an so Dingen. Da kriegen wir alles hin, das ist kein Problem. So. Hä, voll geil, ich hab übelst Bock. Leute, das wird hoffentlich total toll. So, warte mal, dann legen wir hier schon mal los. So, Strohablage an und Feuer frei. Und das schmeißt sonst auf den Boden. Schön. Und ich habe keine Ahnung, wann der voll wird. Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Aber der ist aber wirklich laut hier. Ah. Ich mag den. So, wenn der durch ist, dann kann er gleich daneben herfahren. Und so kommen wir ordentlich an Weizen ran. Das ist echt nicht schlecht. Problem ist, wir müssen wahrscheinlich das Land erstmal da an der Bahnstrecke kaufen. Und mal gucken, wann Weizen denn überhaupt verkaufsbereit ist vom Zeitpunkt her. So, Strohablage ist an. Na dann Feuer frei. Er zieht automatisch auf 180 Grad. Okay. Gut. So geht das. Zeig mal her. Ja. War herrlich. Sehr, sehr schön. Ich mag es immer, neue LS-Projekte zu starten. Weil ich weiß immer nie, wo die Reise hingeht. So, komm, mein Freund. Fahr mal los. Jetzt wird Ernte nach Hause fahren. So. Wie gesagt, 240.000 Liter haben wir schon im Lager. Müssen wir mal gucken.
Vielleicht machen wir auch erstmal die Ernte komplett fertig und schauen dann, wie wir hier die Felder so bearbeiten. Weil das Stroh würde ich schon gerne mitnehmen, dass wir direkt einen Start haben für die Kühe. Das wird nämlich nicht allzu lange dauern, denke ich mal. Und dann werden wir uns da den Kuhstall holen, um da loszulegen. Frage ist halt nur, wollen wir Milchkühe machen oder wollen wir Mastkühe machen? Wir könnten eigentlich einen Mix machen. Wäre an sich ja nicht so verkehrt, oder? Wir haben ja 8 Boxen. Machen wir in 4 Boxen Milchkühe und in 4 Boxen Mastkühe. Und dann dürfte das vielleicht funktionieren. So. Wie sieht es denn aus mit der Überladegeschwindigkeit von den Dingern eigentlich? Das ist ja nicht mal so schnell. Sehe gerade. Okay. Vielleicht schaffen wir es aber, bevor der andere ran ist. Voll geil. Wunderschön. Ah, ne, der andere ist schon ran. Okay. So, wir lassen den mal weiterfahren. Dann können wir nämlich mit dem LKW aus dem Weg und dann den anderen abbunkern. Na, los, fahre doch. So fahre er doch. Jetzt wurde er doch blockiert. Verdammt. Und da lässt er was stehen, ne? Das geht ja gar nicht. Halt, stopp. Das ist halt ein Problem, wenn die irgendwie so dichte aneinander fahren. Das will mein innerer Monk natürlich nicht. Hallo? Jetzt ist er, na klar, jetzt ist er genau hier voll, ne? Ist ja logisch, macht ja Sinn. Ha. Okay, warte mal, der andere müsste aber auch bald am Ende sein. Also der Anfang ist recht holprig hier, ne? Eine gefühlt unkoordinierte Ernte. Aber da kriegen wir alles hin. Wenn wir hier erstmal einen Anfang haben, dann läuft die Sache. Wir können uns ja immer außen rumfressen und dann können wir uns von innen nach außen durchschlagen. Macht sich, glaube ich, besser mit dem Abbunkern und Abfahren. Vielleicht sollte ich hier die Entladegeschwindigkeit leicht erhöhen. Wobei, sind alte Dröscher. Da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir uns bald ein paar Euro in der Hand nehmen. Und hier auf größere Erntetechnik gehen, weil die Felder, die sind echt, echt groß. Also echt groß. So richtig echt groß. Warte mal, wir schalten mal durch. Du bist da gleich am Ende hier. Und Leute, das ist echt viel Stroh. Ich weiß noch nicht, was wir da machen. Ob wir das schwadern und pressen oder ob wir das einfach nur abfahren? Keine Ahnung. So, hier gibt es natürlich auch 2 Streifen Vollwände, ist ja klar. Es ist ja wieder an, ich hab's rausgemacht. Zeig mal, Strohablage ist aus, okay. So, da ist die Eisenbahn schon wieder. Guck doch mal, das ist ein schöner Zug, oder? Ohne diesen komischen Plattenanhänger, ohne diese Holzanhänger. Einfach nur vollstopfen mit Getreide und Abfahrt. Wird aber Ewigkeiten. Wir könnten dir durch alles da hinten in das Silo rinfahren. Könnten wir machen. Generell, wie sieht es eigentlich aus mit Verkaufsstationen hier? Wir haben Getreide. Getreidetor 1 und 2. Zeig mal. Das wäre hier unten. Lass mal hinfahren. Mal gucken. Okay. Eine riesen Silo-Anlage. 1 und 2. Krass. Die sind wahrscheinlich auch überall Sammelobjekte versteckt. Könnt ihr mir vorstellen, da war die Eisenbahn gerade wieder. Ja, wir müssen mal gucken. Wie gesagt, hier sind 100 Stück auf der Map. Das ist der Hammer. Wo ist eigentlich der Shop? Der war hier oben. Besuchen. Oh Gott, guck mal auf den Laternen. Da oben, da sitzen die Trecker. Cool. Okay, hier ist der Fahrzeughändler. Na, da kriegen wir hin. Und ich glaube, hier neben ist der Viehhändler. Okay. Das ist alles hier oben gebündelt. Sehr, sehr schön. So, wir müssen mit der Ernte weitermachen hier. Zeig mal. Das Fahrzeug erst voll. Du, mein Freund, bist leer. So. Und weiter geht's. Fress dich mal schön durch bis zu der anderen Kante ran und wir werden den da hinten schon mal abbunkern, schnell.
weiß ja nicht, wie viel passt in den LKW rein? 30, glaube ich? Das wären 3 Korntankfüllungen. Mal gucken. Also den da vorne kriegen wir noch rein und dann können wir schon abfahren. Wir haben 200.000 Startkapital. Muss ich mal gucken, ob wir damit sinnvoll was anfangen können. Also ich denke mal, wir haben die große Hatzenbichler Seemaschine. Da würde aber wahrscheinlich unser Case-Traktor nicht mit klarkommen, oder? Die ist, glaube ich, zu groß dafür. Ui, brems, Junge. Brems, Harald, brems. Du ja. So. Was war denn das? Oh, warum habe ich denn hier so eine Chromflakulaturen? Ich mag das ja gar nicht. Naja, mal gucken. So. Aber ich mag die Dröschkasten. Ich finde die cool. Die alten International und die alten Case Drescher, ich finde die total. Also, das war, glaube ich. Na doch, klar, im 17er auf der Gold Crest Valley hieß die so, da war das doch der Startdrescher gewesen, glaube ich. Voll geil. So, Strohablage aus und dann darf er hier den zweiten Streifen Vorwände vollziehen. Der andere müsste eigentlich gleich fertig sein mit Überladen. Jawohl. Fast voll, das Ding. Ich glaube, da war gerade ein Speicherruckler. So. Okay, Leute, das ist Feld Nummer 1. Das ist für die beiden Dröscher hier schon echt eine Nummer. Da werden wir eine Weile dran zu tun haben. Aber ich glaube, ernten ist cool. Ich mag Dröscher fahren. So. Ja, dann gib ihm. Strohablage an und Feuer frei. Er ist auch bald ran. Ich glaube, wenn der durch ist, machen wir nochmal leer, dass der LKW voll ist. Und dann lassen wir die fahren. Und dann könnten wir eigentlich von der Mitte uns nach außen durcharbeiten. Dann kommen die sich gegenseitig nicht in der Quere. Und wir können mit dem LKW immer schön abwechselnd ran zum Entleeren. Und ich bin schon am Überlegen, ob wir uns vielleicht sogar einen Anhänger für den LKW holen. Müssen wir mal gucken. Na, was ist denn hier los? Muss er noch ein bisschen Shader-Cache laden? Oder was hat er hier? Weil läuft eigentlich mega stabil. Ja, naja, okay. Ist auch, muss ich ehrlich sagen, bald von Vorteil, dass es keine Vierfach-Map ist oder so. Sondern ist eine normale Standardgröße mit großen Feldern. So mag ich das eigentlich. So. Okay, dann hauen wir hier noch raus, was du dabei hast. Hier ist zwar nicht alles raus, aber das meiste, denke ich mal. Hier passen, glaube ich, nur 3000 Liter drin. So ungefähr, genau. Sind genau 10%. Dann hat er hier ein Füllvolumen von 30.000. Ist okay. Na, okay, Überladegeschwindigkeit ist echt nicht so schnell. Da muss ich vielleicht nochmal in die XML. Globig, mal gucken, wenn ich was finde. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So. Und warte mal, wir machen Strohablage an. Ja. Und Feuer frei. So. Na dann los. Dann machen wir mal die erste geerntete Ladung in Hofsilo mit der. Zu, dann haben wir schon 270.000. Na, warte mal, was ist denn das hier? Der zuppelt hier aber ganz schön doll, ne? Okay. Müssen wir mal ein bisschen beobachten, die Sache. Weil leistungsdatentechnisch läuft das ja eigentlich übel schmausig. So. Da schon wieder. Kann doch sein, dass er hier den Shader Cache irgendwie, dass er da Probleme hat oder so. Da, ja. Okay, okay. Da ist ein Sammelobjekt. Das nehmen wir noch mit.
Tada, voll geil. Du bist ja hier übelst schnell total reich. Und dann würde mich jetzt noch interessieren, ob wir nochmal Geld dazu bekommen, wenn wir 10 von 10 haben oder so. Weil dann gab es immer auf der Elm Creek zum Beispiel nochmal eine extra Prämie. 100.000 nochmal oben drauf oder so. So, haben wir hier Korn. Warte mal, Kornschieberentleerung oder haben wir hier. Ja, nee, warte mal, dann machen wir mal nach hinten. So. Genau, auf die Tür, raus jetzt euch. Voll geil. Tada! Phänomenal. So, die Ernte hätten wir schon mal im Sack. Okay, warum die hier so ruckelt, weiß ich nicht. Internet spackt ein bisschen hin und her. Aber warum zuppelt das im Spiel? Das verstehe ich gerade nicht. Der Kollege ist voll. Okay, warte mal, der andere nimmt wahrscheinlich auch gleich. Dann haben wir aber schon mal einen Anfang für die Ernte. Was ich jetzt vielleicht nochmal machen wollen würde. Dass wir uns einen Mittelweg malen. Dass wir ungefähr mittig auf das Feld hier raufkommen. Schwierig. Ah, hier ist genau der Baum. Aber warte mal. Den kriegen wir vielleicht hin. Mit was malen wir denn hier? Ist das hier Schotter? Schotter. Schotter. Pass auf, dann malen wir uns schottertechnisch hier einen kleinen Weg, um da die Mitte festzulegen. Ich glaube, das ist hier genau hinter der Scheune, ne? Also genau da. Hier. Hier ist der Zugang, der mittlere, zum Feld. So, dass wir ungefähr eine Orientierung haben, wo wir denn hin müssen, wenn wir hier... Das verstehe ich ganz oft nicht. Also das ist, seitdem die Grafikkarte neu ist, irgendwie, ja. Haben wir noch andere Sachen? Blaubeere. Wiese. Keine Wachstumsphase. Mittlere... Ach, warte mal, kleine. Trockenes Gras. Oh, warte mal. Habe ich das hier? Ja, ich glaube, das. Okay. Sind Beete voll, Freunde. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Das ist, glaube ich, ein schöner Start, oder? Ein neues LS-Projekt. Ich bin gespannt, was hier rauskommt. Ich hoffe, ihr seid genauso dabei wie ich, weil ich habe Bock. Und gucken wir mal. Ich freue mich. Ne? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch. Und Rini hauen.